kommen, eine globale Herausforderung sind. Und unsere Zukunft wird davon maßgeblich beeinflusst. Und deshalb sind wir hier. Und wenn es um das Thema Zukunft geht, ist klar, dass es etwas ist, das die Jugend angeht. Und deshalb hat sich um die Demo ein Jugendnetzwerk gebildet. Jugendblock, lasst mal was von euch hören. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Okay, das heißt auch, es wird gleich voll auf der Bühne. Das Jugendnetzwerk vom Bündnis steht gleich hier mit einer kurzen Talkrunde. Also ein herzliches Willkommen, einen tosenden Applaus für das Jugendnetzwerk mit Martin Geilhufe vom Deutschen Naturschutzring. Liebe Engagierte, liebe Freundinnen und Freunde, lieber Jugendblock ganz hinten, macht mal laut! Mein Name ist Martin und ich komme von der BND Jugend und vertrete gerade die Jugendumweltverbände im Deutschen Naturschutzring. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich dieses Bündnis, was es so noch nie gab, heute hier zusammengefunden habe. Und ich freue mich, dass ich in so viele junge Gesichter schauen kann. Ich sehe ganz hinten Fahnen von der Naturfreunde Jugend, von der Bundjugend, von der WWF-Jugend noch ganz hinten. Schön, dass ihr alle da seid. Einige Vertreter darf ich jetzt begrüßen. Begrüßen mit mir Sascha von der Naturfreunde Jugend, Josephine Tischner von den Falken und Florian Hagenmüller von der DGB-Jugend. Wir hören in letzter Zeit so häufig, dass TTIP und Wirtschaftswachstum für junge Leute so wichtig wäre. Oder wenn wir die vielen jungen Gesichter hier an den Bahnhöfen in Berlin sehen, die Werbung für TTIP machen. Und Herr Gabriel, erst letzte Woche hat er uns angesprochen im Bundestag, uns junge Menschen. Da hat er gesagt, die jungen Leute, die werden das auszubaden haben, was wir hier entscheiden. Die leben entweder in einer Welt, in der sie sich den Bestand, die Standards anpassen, mitbestimmen können, oder sie müssen sich bestimmten Standards anpassen. Lieber Herr Gabriel, Sie sollten vielleicht nicht über uns reden. Hören Sie endlich uns zu. Deshalb sind wir hier. Im Sommer hat Bundesminister Gabriel über 300 junge Menschen ins Willy-Brandt-Haus eingeladen und eine hitzige Debatte entfacht. Als eine junge Kollegin von uns fragte oder den Abbruch der Verhandlungen forderte, sagte er, das ist so antiaufklärerisch, dass ich Pickel kriege. Das macht mich so wütend, Herr Gabriel. Lasst uns dafür sorgen, dass Herr Gabriel und die TTIP-Befürworter richtig viele Pickel bekommen. Sascha, du bist Bundesleiter der Naturfreunde Jugend und vertrittst diese auch im Bundesvorstand. Weshalb sagt ihr Stopp TTIP und Stopp CETA? Ja, die Verhandlungen zu TTIP finden im Geheimen statt. Ohne Beteiligung der Öffentlichkeit, ohne dass irgendetwas nach außen dringt. Parlamentarier dürfen die Dokumente nur in gesicherten Räumen der US-Botschaften einsehen. Das muss man sich mal vorstellen. Demokratisch legitimierte Repräsentanten des Volkes werden hier ausgeschlossen. Stattdessen gibt es zahllose Gespräche mit Lobbyisten multinationaler Großkonzerne. Es geht dabei nicht mal wirklich um Wirtschaftswachstum, sondern nur um eine Stärkung der Kapitalmacht. Man möchte ein Zeichen setzen, dass der Profit wichtiger ist als die Menschen in diesem Land, als soziale Gerechtigkeit. Wenn wir uns das gefallen lassen, wird in Zukunft immer häufiger über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir fühlen uns hintergangen, wenn einige wenige über unsere Zukunft und die Zukunft kommender Generationen verhandeln und dabei werden wir ausgeschlossen. Gefährden ökologische und soziale Standards und fördern weiter Dumping. Wir brauchen eine nachhaltige Wirtschaft, die ökologische Selbstzerstörung der Menschheit abwendet. Durch Freihandelsabkommen soll die wirtschaftliche Kapitalmacht gestärkt und der Welthandel dereguliert werden. Die
nationale Souveränität wird dadurch weiter abgeschwächt. Das schwächt auch die Wirtschaft der Länder des globalen Südens und schafft weiter Armut und Fluchtursachen. Wir müssen mit eingezogen werden, wenn es um unsere Zukunft geht. Deshalb sagen wir, stopp TTIP, stopp CETA, stopp TISA. Menschen müssen vor Profit stehen. Dankeschön. Ja, die Erfahrung mit anderen Freihandelsabkommen zeigt, Freihandel macht die Reichen reicher und die Armen zahlreicher. Und damit haben wir ein Problem. Wir wissen, Freihandel maximiert die Gewinne der wenigen auf Kosten der Allgemeinheit. Wir sind gegen die Privatisierungswelle von sozialer Infrastruktur. Wir wollen den Bau von Schwimmbädern, von Jugendheimen und auch die Wasserversorgung nicht um jeden Preis weltweit Investoren überlassen. Das, was da geplant wird, gefällt uns nicht. Wir wollen kein weltweites Lohndumping und den Abbau von sozialen und ökologischen Standards. Die Wirtschaft muss den Menschen dienen und nicht die Menschen der Wirtschaft. TTIP ist die Fortsetzung einer gegen die Menschen. Wir wehren uns und es ist wirklich toll, dass ihr alle da seid. Dankeschön. Nun begrüßen auch herzlich mit mir Florian Hagmüller. Du bist Bundesjugendsekretär beim DGB. Warum seid ihr heute hierher gekommen? Wir sind hierher gekommen, um ein Zeichen zu setzen gegen die intransparenten Verhandlungen von TTIP, TISA und CETA. Das ist ein notwendig, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Demo-Gemeinde. Schön, dass ihr alle hierher gekommen seid. Ihr seid teilweise mitten in der Nacht aufgestanden, um euch auf den Weg nach Berlin zu machen. Das ist wichtig, das ist richtig und das ist ein tolles Zeichen. TTIP muss gestoppt werden. Das geplante Handelsabkommen wird uns wenige Vorteile und ganz viele Nachteile bringen. Es wird, wenn überhaupt, nur ein jährliches Mini-Wachstum erzeugen. Ich habe nichts gegen gleiche Farben bei den Blinkern an den Autos in den USA und in Europa. Aber bei TTIP geht es um die Verschärfung des Wettbewerbs auf beiden Seiten des Atlantiks, gerade auf Kosten der jungen Generation. Kommen dabei unter die Räder. So weigern sich die USA bis heute, die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation zur Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechts und das Recht auf Kollektivverhandlungen anzuerkennen. Das ist ein Skandal und das können wir nicht dulden. Wir dürfen es nicht akzeptieren, dass Mitbestimmungs- und Gewerkschaftsrechte ausgehöhlt werden auf Kosten der Beschäftigten. Liebe Demo-Gemeinde, hier geht es nicht um irgendetwas Kleingedrucktes. Bei den Verhandlungen geht es um elementare und wichtige Arbeitnehmer- und Menschenrechte. Darum, dass kein Zwangs- und Kinderarbeit gibt oder wir uns in den Gewerkschaften zusammenschließen. Es kann nicht angehen, dass im Jahr 2015 in Europa ernsthaft solche grundlegenden Rechte und Errungenschaften wie das Recht auf Kollektivverhandlungen oder das Recht auf Vereinigungsfreiheit infrage gestellt werden. Wir brauchen mehr 21. Jahrhundert und weniger Steinzeit. Mehr Rechte und Möglichkeiten für Unternehmen soll es geben. Nicht gewählte und legitimierte Regulierungsgremien, die von Unternehmenslobbyisten besetzt werden. Klagemöglichkeiten gegen staatliche Maßnahmen anhand von intransparenten privaten Schiedsgerichten sollen gegen staatliche Gesetze vorgehen können. In Ägypten hat ein französisches Unternehmen gerade anhand einer ISDS-Klage gegen die Erhöhung des Mindestlohns vorgehen.
umgegangen. Das sind Zustände, die wir mit des TTIP eben ständig auf der Tagesordnung stehen haben. Das dürfen wir nicht zulassen. Da müssen wir dagegen halten. Die Gewerkschaftsjugend hat hier klare Forderungen an faire Handelsabkommen formuliert. Wir sagen Nein zu Investor-Staatsklagen anhand privater Schiedsgerichte. Keine Verschlechterung von Arbeits-, Umwelt-, Verbraucher- oder Sozialstandards. Die komplette und volle Anerkennung von internationalen Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenrechte. Gute Arbeitsbedingungen mit Zukunft statt Lohndumping mit Armutsgarantie. Mehr Transparenz und beteiligungsorientierte Verhandlungen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Verhandlungsdokumente müssen einsehbar sein. Die junge Generation will wissen, was hier verhandelt wird. Wir lassen uns unsere Zukunft nicht von gewinnorientierten Unternehmern aufzwingen. Wir wollen unsere Zukunft selbst gestalten und deshalb lehnen wir TTIP, CETA und TISA in der jetzigen Form komplett ab.